Mit einem der letzten Updates wurden alle Weltenobjekte im Baumodus freigeschaltet, die es auch in der Spielwelt zu finden gibt. In diesem Video möchte ich die coolsten davon vorstellen und euch ein wenig zeigen, was man mit diesen anstellen kann. Falls ihr noch nicht wisst, wie man an die neuen Objekte kommt, hier die Erklärung im Schnelldurchlauf. Öffnet die Cheat-Konsole und gebt die beiden Cheats bb.showHiddenObjects und bb.showLiveEditObjects in die Cheat-Konsole ein. Wenn ihr das gemacht habt, findet ihr im Baumodus eine Menge an interessanter neuer Objekte. Beispielsweise findet ihr ganz unten in der Alle-Objekte-Ansicht extrem viele neue Felsen, die man super in der Spielwelt nutzen kann. Ebenfalls ist es klasse, dass es viele verschiedene Autos, Trucks und Flugzeuge zur Auswahl gibt. Auch die großen Zugwaggons aus dem Basisspiel kann man finden, um sein Haus mit einem dekorativen Auto zu erweitern, sind diese perfekt geeignet. Wenn ihr etwas sucht, gibt es auch viele neue Pflanzen und coole kleinere Steine für den simlischen Garten. Dieser Baum mit den weißen Blüten gefällt mir ebenfalls extrem gut, den ich im Spiel auch bisher nicht gesehen habe. Ebenfalls stört es mich manchmal, dass die großen Eichen nur in einer bestimmten Größe existieren, von dem man in den versteckten Objekten auch andere coole Varianten finden kann. Auch kann man im Baumodus viele verschiedene Zaunarten und andere spannende Objekte wie eine Leitplanke finden. Wenn man weiterschaut, findet man ebenfalls viele tolle Blumen oder diese Schubkarre voller Pflanzen. Auch klasse sind diese Blumenkübel, die man sich an die Decke im Haus hängen kann. Weiter habe ich diese interessanten Blumen gefunden, die man mit fast allen Zäunen kombinieren kann, sodass diese total bewachsen aussehen. Wenn ihr einen Naturpool erstellt, gibt es ebenfalls mehrere Arten von Seerosen, die man mit einem Trick auf die Wasseroberfläche setzen kann. Geht auf die Ebene des Pools runter, aktiviert den Move Objects Cheat und setzt diese auf die Höhe der Wasseroberfläche. Aus den anderen Erweiterungen lassen sich jetzt diese Deko-Objekte, verschiedene Brückenarten, die man bestimmt mit hügeliger Landschaft kombinieren kann, und diese große Großstadtlebensskulptur finden. Auch der rosa bewachsene Bogen aus Zeit für Freunde und die Objekte aus Inselleben kann man bestimmt gut in einem Bauwerk nutzen. Es ist ebenfalls möglich, die Mutterpflanze aus Strangerville in seiner Spielwelt zu platzieren, um vielleicht nochmal mit dieser zu kämpfen. Zu guter Letzt solltet ihr euch ebenfalls die Ruinen aus der Zeit für Freunde Erweiterung genauer ansehen, von der es eine Menge zur Auswahl gibt. Ebenfalls cool ist das weiße Holzgerüst, welches sich bestimmt im Garten der Sims als Dekoration toll macht. Habt ihr euch schon mal die neuen freigeschalteten Objekte angesehen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.